Hallo und willkommen zurück bei The Witcher 3. Da ist ein Hund, da sollten wir vielleicht mal hier kurz helfen. Oh, erstmal wieder ein bisschen Platz schaffen. Geh weg! Lass mich zufrieden, wer immer du bist. Verschwinde. Ja, ich will nur helfen. Beruhige dich. Es ist vorbei. Ja, alles vorbei. Alles hoffnungslos. Das vergesse ich nie. Aha. Was denn? Ich suche einen Mann namens Hendrik. Er soll in diesem Dorf leben. Ja, das hat er. Jetzt nicht mehr. Sie haben ihn in dieser Hütte erwischt. Wenn du seine Schreie gehört hättest, wie ein Mann schreien kann, wie er leiden kann. Wer, was, wieso? Erzähl mir, was passiert ist. Jedes Detail. Sie haben sie alle erwischt. Wer ist sie? Die Sonne ging unter und die Dämmerung färbte sich blutrot. Ich dachte nur, seltsam, die Kröten haben aufgehört zu quaken. Die schon wieder. Ich weiß nicht, was geschehen ist. Nur Schrecken überall. Hendrik schrie. Dann flehte er. Am Ende hörte ich nur noch Stöhnen. Einfach großartig. Die Geister waren hier nur kurz. Dennoch hat Frost das Dorf umhüllt, wie im Herzen des Winters. Warst du in der Hütte, als sie fortritten? Nein, da setze ich keinen Fuß rein. Nie! Lebe wohl. Finde deinen Frieden. Okay, also die haben hier sowohl irgendwie Leute getötet, unter anderem Hendrik, und Leute entführt oder gehen gelassen. Ich weiß es gar nicht, was da jetzt noch so passiert ist. Sah alles irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Können wir überhaupt in irgendein Haus rein? Da ist definitiv was drin. Gucken, ob wir da rein können. Wohnt ja keiner mehr da. Er hier wird ja sicherlich da auch nichts dagegen haben, wenn wir hier ein bisschen jetzt plündern. Ich habe gedacht, ich hätte hier das Fass geplündert. Naja, egal. Es liegt hier noch rum. Hundeteig. Abgeschlossen. Schlüssel benötigt. Na toll. Wo finde ich denn jetzt hier einen Schlüssel dafür? Da ist definitiv was drin. Auch Schlüssel benötigt. Moment, können wir? Art. Boom. Nö. Der Universalschlüssel passt nicht.
Aha, hier. Das Dorf wurde nicht geplündert, die Hütte auch nicht. Das waren keine Banditen. Ja, das war die wilde Jagd. Das wissen wir ja irgendwie. Oder konntest du das jetzt aus seiner Erzählung jetzt nicht schlussfolgern? Liegt da unten noch was? Nee, anscheinend nicht. Müssen wir jetzt hier jede Tür versuchen? Ich weiß jetzt gar nicht, welche ich hier schon alle ausprobiert habe. Okay. Sieht aus, als wären die Leute eben noch hier gewesen. Was immer passiert ist, es ging verflucht schnell. Stahlbaren. Dass die nicht hier alles haben. Ja, das hätte ich nämlich auch gerne. Das ging sehr schnell. Oh, da. Moment. Nein, erst den Kram looten, dann lesen. Sie, die da weiß. Wo haben wir die denn? Das da. Ach, haben wir zweimal. Die Leute sagen, sie wären zu viert gewesen. Zunächst, die Mutter, die Allwissende, die Herrin des Waldes, kam aus einem fernen Land hierher und litt schrecklich unter der Einsamkeit, sodass sich aus Erde und Wasser drei Töchter erschuf. Vor langer Zeit war die Mutter die alleinige Herrscherin von ganz Welen. Ihre Töchter brachten ihr die Anliegen der Menschen dar und waren ihre Stimme. Jeden Frühling wurden die Herren des Waldes in einer bestimmten Nacht zu ihrem Gedenken Korntiere und Menschen zum Opfer gebracht. Was, auch Menschen? Alarm. Doch als die Jahre vergingen, verfiel die Herrin des Waldes immer mehr dem Wahnsinn, der schließlich anfing, sich über das ganze Land auszubreiten. Die Menschen verließen ihre Häuser und gingen ins Moor, wo sie wilden Bestien zum Opfer fielen, und binnen kurzer Zeit ertrank Welen im Blut. Die Töchter erkannten, dass ihr Land alsbald dann niederliegen würde, und dann nahmen alles, um es vor dem Untergang zu bewahren. Als der Frühling kam und mit ihm die Opfernacht, töteten sie ihre Mutter und begruben sie im Sumpf. Ihr Blut wässerte die Eiche am Art Scherbin, und von da an erblühte der Baum und trug reiche Früchte für die Menschen. Doch die unsterbliche Seele der Herrin weigerte sich, ihr geliebtes Land zu verlassen, und so setzten die Schwestern sie gefangen. Bis zum heutigen Tag liegt sie unter dem Flüsterhügel, wo sie rasend vor Zorn vergebens um sich schlägt. Okay, will da nicht hin. Naja. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwann... Hallo? Zum Flüsterhügel. Und die drei Schwestern. Oh, ich glaube, die drei Schwestern, die hatte ich schon mal irgendwie hier in einem... im Preview gesehen. Kann das sein, dass das die waren? So, das hier ist Hendriks Hütte. Eisspuren um die Fußabdrücke. Wirklich? Ja, anscheinend schon. Ich weiß ja immer noch nicht, was die wilde Jagd dann tatsächlich ist. Sie sehen trotzdem immer noch sehr menschlich aus, aber haben da irgendwie, also... Ist ein bisschen komisch. So, das ist wohl Hendrik, nehme ich an. Er wurde gefoltert. Vielleicht haben sie etwas übersehen. Wenn ich was verstecke, dann in den Stiefeln, aber schauen wir mal. Mal seine Taschen durchsuchen. Ganz steif,
Als hätte sie jemand im Winter zum Trocknen rausgehängt. Hm, da nix. Jacke? Vielleicht ist etwas in seiner Jacke. Verdammt, er ist kalt wie Eis. Nichts hier. Mal in die Stiefel schauen. Geronnenes Blut. Ein Schlüssel versteckt in seinem Stiefel. Muss zu einem Schlüsselloch passen. Hoffentlich ganz in der Nähe. Das ist der Generalschlüssel für das ganze Dorf. Ja, da unten drunter ist noch was. Hat der noch da was liegen? Nee. Ein Luftzug. Da muss ein Spalt unter den Trümmern sein. Ich sollte wohl etwas aufräumen. Ja, du hast ja nichts Besseres zu tun. Aha. Ja, abgeschlossen. Mach trotzdem auf. Ich weiß immer noch nicht, wie man hier klettert. Ich denke, man kann auch nicht so ganz runter gucken. Sonst hätte ich vielleicht hier die Leiter gesehen. Ja. Essen wir mal kurz was. Vermisst Tamara, strenger Tochter des blutigen Barons, vermutlich entführt. Großzügige Belohnung für denjenigen, der sie findet oder zurückbringt. Ja, kennen wir schon. Das hatten wir ja an der Kneipe auch schon gelesen. Aha. Moment, hier ist noch eine Kiste. Nehmen wir natürlich mit. Hier ist ein Kerzenhalter. Den Wertsachen nicht weggeschlossen. Fast als Auslage. Verstand verloren? Oder... Nee, ich glaube, das soll einfach nur so darum liegen. So, machen wir mal Licht. Und dann schauen wir uns mal hier diesen Halter an. Interessant. Ah. Sollte halt nur... Ja... Von allem sonst hier ablenken. Was haben wir denn da jetzt? Aha. Ein Bestandsbuch. Bezahlung für einen Getreidesack. Fälliger Betrag für eine Ladung Holzkohle. Hendrik tarnte sich als Händler. Was ist das? Notizen zwischen den Einträgen. Schlau. Na, nicht wirklich. Interessante Überschriften. Gut, dann fangen wir von oben an. Vermisst und gesucht. Vermisst und gesucht. Subjekt in Skellige und auch in Novigrad gesichtet. Aussehen unverändert. Aschgraues Haar. Gesicht mit Narbe. Meidet den Kontakt mit anderen. Mhm. Könnte auch auf uns zutreffen. Betrunkenes Schwein. Der sogenannte Baron brachte das Objekt in seiner Burg unter, oder besser, in seiner widerrechtlich besetzten Festung. Grund unbekannt. Sprich mit dem Baron in Krähenfels. Hm? Kampf mit einer Hexe. Das Objekt landete im Sumpf und trat einer Hexe entgegen. Es kam zum Streit, Ursache unbekannt. Finde die Hexe. Rede mit den Bauern in Mittelhain. Okay, also wir müssen mit dem Baron reden, wir müssen mit der Hexe reden, wir müssen mit Bauern reden. Okay. Vorsicht ist angebracht. Ich werde beobachtet, von wem und warum auch immer. Verstörende Hinweise. Der Hund ist weggelaufen. Wasser im Eimer ist festgefroren. Seltsames Glühen am Himmel beobachtet. Schlechtes Omen, sagen die Bauern. Okay, ja, dann... Hat er schon beobachtet, dass die wilde Jagd da unterwegs war? Sie haben mitbekommen, dass Hendrik nach Ciri sucht. Darum die Folter. Ich bin zu spät. Mein einziger Hinweis, der Baron und eine Hexe. Verdammt. Hm. Ja,
Ja, das ist nicht gut. Hexenjagd. Blutiger Baron. Was ist denn das da hinten? Für einen Turm. Das will ich mir jetzt hier auch noch angucken. Mal gerade. Nicht, dass hier irgendwas Kläffendes, Knurrendes rumläuft. Na, natürlich da hinten. Wölfe oder Hunde halt. Oh, nee, das ist ein Varrek. Ich will aber trotzdem zu dem Turm. Ah, auch hier, der Wolf ist down. Dann schnappen wir uns den da. Besser einmal irgendwie ins Leere schlagen, als dass das nicht direkt beim ersten Schlag hinhaut. So, hier können wir hochklettern. Nicht irgendwie runterfallen, klettern. Geht's denn hier rein? Nicht. Huch, Geralt, was machst du da für komische Aktivitäten? Das sah ja ganz wild aus. Da muss man doch auch irgendwo reinkommen. Merkwürdig. So ein Turm müsste doch irgendwie einen Eingang haben. Gibt's doch nicht. Ich will den Turm. Der Wind heult. Ja, und? Deswegen ist wurde auch plötzlich sehr, sehr dunkel, aber... Au. Da so hoch vielleicht. Mal kurz sicherheitshalber. Nee, da will er sich nicht hochziehen. Ja, das sieht doch cool aus. Wieso kann ich da nicht rein? Naja, auf jeden Fall haben wir das irgendwie auf der Karte so drauf. Ist ja jetzt auch egal. Nee, eigentlich wollte ich da nicht hin. Ich wollte... Quest. Scheiterhaufen, Hexenjagd, blutiger Baron. Nebenquest, wildes Herz. Ich stieße auf eine Nachricht. Hilfe. Scheiterhaufen statt Begräbnis.
Gewinnspiele gegen Würte. Aha. Hexeraufträge. Vermisster Bruder, Stufe 33. Nee. Das muss dann leider etwas warten. Wildes Herz. Bei der Suche nach seiner Frau. Was haben wir denn? Wir sind Stufe 4. Stufe 7 ist schlecht. Scheiterhaufen haben wir einen gefunden. Können wir die verfolgen? Wird das auf der Karte irgendwie angezeigt, wo sich da... Ah. Da und da. Okay, dann gehen wir hier zum verlassenen Turm nochmal zurück. Was da? Der Legende nach stand ein verfolgter Reisender vor den Toren des Turms. Er bat um Obdach für die Nacht und beteuerte, er sei verletzt. Doch der dort lebende Baron hielt ihn für einen Spion und verjagte ihn. Na komm. Er ahnte nicht, dass der Reisende ein mächtiger Magier war, der nicht nur den Turm mit einem Fluch belegte, sondern auch dessen Eigentümer und alle, die dort lebten. Kurz darauf starben der Baron und die Seien unter merkwürdigen Umständen und der Turm verfiel. Also wahrscheinlich hatte den Turm derart verflucht, dass man da nicht weder rein noch rauskam. Na gut, dann nehmen wir hier die Schnellreise. Schnellreise. Plötzlich geht's da gut. Was ist das? Person in Not. Hier benötigt eine Person oder eine Gruppe von Leuten Hilfe. Ach, das war hier mit dem, ja, ich erinnere mich. Level irgendwas. Ob es dem immer noch gut geht, man weiß es nicht. Okay, da geht's tief abwärts. Was ist denn von hier aus näher? Das da. Okay, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Zumindest etwas. Okay, wieder Wölfe. Oder Hunde, ist alles das Gleiche. Was geht denn da unten auf dem Weg vor sich? Grillhund! Ich würde ja eigentlich dieses ganze rohe Fleisch, was ich da in mich reindrücke, irgendwie vorher braten. Aber das geht irgendwie nicht. Ja. Öl. Eine Prise Igni. Igni. Und da mal rund gucken. Die hatten hier nichts. War das hier noch vorher? Nee. Sonst noch irgendwie angucken. Gut, dann halt zu den nächsten Leichen, obwohl hier genug rumliegen. Aber es müssen hier so ein ganzer Haufen sein. Machen wir dann in der nächsten Folge und dann müssen wir mal schauen, was wir sonst noch hier fertig bringen. Ob wir dann zum Baron gehen oder zur Hexe. Eigentlich interessiert mich die Hexe.
Ich hab gedacht, das wäre ein... Das wäre ein Stein. Alter, geh weg. Nein! Hau ab! Moment, ich muss ja noch vor dem Bären flüchten. Vorher kann ich die Folge hier nicht beenden. So, ich hoffe, er ist weg. Okay, also bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit Leichen verbrennen und so. Bis dann.